Hallöchen YouTube, willkommen zurück zu einem weiteren Part von Die Sims 4. Ihr wundert euch vielleicht, warum wir bei Elisa zu Hause sind. Ich hatte zuletzt im Offscreen, ja, du hast noch keine Karriere, die Elisa auch erwachsen werden lassen, also zu jungen Erwachsenen heranwachsen lassen, weil ich habe doch gemerkt, die beiden können dann doch nicht mehr als nur eine Umarmung miteinander teilen und das, und damit der Diego keinen Ärger kriegt, habe ich die Elisa jetzt doch auch mal wachsen lassen, damit da auch weiterhin ein Liebespärchen bleibt und nicht irgendwie etwas Unrechtes geschieht. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, ich habe sie da gleichzeitig auch noch mal ein bisschen angepasst mit den Klamotten. Ich find's ganz cool. Also ich stehe auf so Klamotten. Ja, witzigerweise hatten die keine Betten, deswegen hatte ich das auch noch mal für die erstellt. Der ist jetzt halt noch hier. Ich habe ihn nicht nach Hause geschickt danach, deswegen sind wir noch da. Aber wir verabschieden uns, denn der Diego soll ja einen Job erlernen. Ich starte mal das Spiel hier. Ich hatte in der letzten Folge euch gebeten, mir in die Kommentare zu schreiben. Ist das Liebe? Das muss Liebe sein. Alles andere kann ich mir einfach nicht erklären und mir fällt auch dazu nichts ein. Geh nach Hause. Ja, Diego, toll. Dein Pups hat mich mal wieder unterbrochen. Ich hatte euch in der letzten Folge gebeten, mir zu schreiben, welchen Job ihr euch am besten vorstellen könnt. Ich hatte mir eigentlich auch gedacht, dass Polizist ganz gut zu ihm passt. Also ganz gut, ich meine, welcher Job passt schon zu ihm. Dennoch war ich mir nicht sicher, ob ihr auch der Meinung seid. Von daher war es mir ganz wichtig, nochmal nachzuhorchen, wie ihr das seht. Ja, und von daher starten wir seine Karriere jetzt als Polizist oder als was auch immer er startet, Praktikant oder sonst was. Ja, ich bin gespannt. Das ist wirklich jetzt das erste Mal, dass ich die Erweiterung wirklich nutze. Ich habe sie ja jetzt schon seit ein, zwei Wochen, aber ich habe sie halt noch nicht gespielt, weil es waren noch andere Sachen wichtiger. Ich find's ganz cool, wie wir das hier gemacht haben. Bin ich doch ganz zufrieden. Eigentlich darf die Mutter hier nicht Schach spielen, das ist nicht ihr Metier. Ja, Diego Baby, dann such dir mal einen Job. Gab auch gerade schon wieder ein Update. Keine Ahnung, was es gebracht hat. Ja, Snobby, das ist eine super Idee. Um 21.40 Uhr dich hier an den Straßenrand zu stellen, zu warten, wer so vorbeikommt. Guck mal, da kommt schon jemand. Naja, gut. Du musst ja wissen, was du tust. Diego, hm? Schauen wir mal, ich bin gespannt. So, Polizist. Das hatten wir ja schon letzte Mal. Wir müssen von 8 bis 17 Uhr arbeiten und haben Samstag und Sonntag frei. Gut, das brauchen wir nicht mehr lesen. Das habe ich ja letzte Mal schon vorgelesen. Wer es nochmal wissen will, muss ich die letzte Folge nochmal angucken. Hat die Polizistkarriere eingeschlagen. Diego ist jetzt Polizeianwärter bei Polizeiwache. Bei Polizeiwache, cool. Er beginnt am Mittwoch um 8 Uhr. Dienstag, guck mal. Diego, bist du aufgeregt? Ich bin gespannt. Okay, nimm aktiv am Arbeitstag des Polizisten teil. Ach so, wenn es für den Polizisten Zeit wird, zur Arbeit zu gehen, hast du die Möglichkeit, an seinem Arbeitstag teilzunehmen. Okay, er soll konzentriert dahin gehen. Das ist ja schwierig. Ah, ich habe gehört, du hast einen Job. Du bist mein Held. Und ich denke ans Bett. Wo gehst du hin? Was ist hier los? Gratuliert ihr ihm jetzt zum Job? Du wolltest gerade irgendwas machen. Ah, ich bin so stolz auf dich, mein Sohn. Du hast einen. Grundel hat und Diego sind soeben beste Freunde geworden. Ja, natürlich, das ist doch das Mindeste. Oh. Okay. Diego hat. Der ist absolut happy, so wie es aussieht. Ich habe hier nichts zu tun. Ja, so sieht der Plan auf jeden Fall erstmal aus. Der Diego wird jetzt erstmal sich in seinem Job zurechtfinden müssen. Und wir werden ihm helfen, dass er wenigstens einigermaßen aufsteigen kann. Dieses Scheißding nervt mich auch irgendwie ein bisschen. Oh. Mama, schau dir meine Muskeln an. Da oben ist der Mond. Das ist ein Trick, weißt du, du musst auf meinen Bizeps achten. Oh, ist das laut. Du, Frau, du schreibst jetzt erstmal wieder Büchlein. Ja, schreib irgendwas Poesie. Was hat denn gerade? Schreiben, schreiben. Nein, nicht schreiben, üben. Oh, ich klicke zu schnell. Könnte mal aufholen. Trainingshandbuch, yes! Mach das weg. Sonst ein Trainingshandbuch schreiben. Wer hat denn. Guck mal, dieses Glas ist so durchsichtig, dass es wahrscheinlich schon seit 30 Millionen Jahren hier steht und ich es nicht gesehen habe.
Diego, tu mir den Gefallen. Was machst du? Guckst du dich eine Runde schwimmen? Okay. Kann ich das wegmachen? Ich muss das so wegmachen. Straffe Backen. So. Straffe Backen für Gesicht und Gesäß. Ja, wir wollen alles damit ab. Wie sagt man? Abdecken, genau. Straffe Backen für Gesicht und Gesäß. Yeah. Das wird ein Bestseller. Ich hab's im Blut. Diego, geh schwimmen. Hast du etwa eine neue Badehose? Hui! Ja, wir haben ja Geld. Ach so, ich könnte ihm jetzt sagen. Ich habe mir das noch nie so genau angeguckt. Ja, nee, wenn ich jetzt sag, kann ich das? Ich kann das doch in den Müll schmeißen. Ich hoffe, ich habe es getan. Weil wenn ich das jetzt abgebrochen. Grundel, wie wär's mal mit Schreiben? Du kannst doch alles wegschmeißen. Hör auf, dir das Bild anzusehen, du sollst schreiben. Was ist los? Ja, Mann. Pass auf, ey. Klick, 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 du musst schreiben. Habe ich dieses blöde Obstbild immer noch da stehen? Ich dachte, ich hätte es weggetan. Ja, Diego soll auf jeden Fall erstmal Fuß fassen in seinem neuen Job. Die Schule ist vorbei. Apropos Schule. Hat der kleine Mann seine Hausaufgaben gemacht? Wahrscheinlich nicht. Hausaufgaben erledigen ist eine wichtige Schritt in Richtung. Okay. Ja. Langweilt mich. Ja, und als nächstes. Möglicherweise, es kommt drauf an. Was? Blaffy? Wer hat den umbenannt? Oder ist es jetzt mit einem Update? Was zum Teufel? Aber hier steht Mr. Patsy. What's going on? Naja gut, wenn dem so ist, dann ist dem so. Diego, freust du dich schon? Wann musst du los? Du musst in. Ja, du bist fit. Wie kriege ich dich denn konzentriert? Ich glaube, man kann nur. Ja, inspiriert. Kokett. Na super. Das bringt mir alles nichts. Wie kriege ich denn konzentriert? Hilfe! Leute, helft mir. Oh, du hast noch Schularbeiten. Müsst du die noch schnell machen? Kann ich die wegschmeißen? Wie kriege ich dich in konzentriert, mein Gott. Die beste Möglichkeit, um die Karriereleistung zu verbessern, sind gut gelaunt zur Arbeit zu gehen, Tagesaufgaben erledigen, gute Beziehungen mit Kollegen unterhalten. Ja, das werden wir ja sehen. Du bist jetzt ein Polizeianwärter. Da kenne ich ja auch Leute. So, also Bekannte, die meinen dann auch so, oh, ich bewerbe mich bei der Polizei, ich bin ganz gut in Sport, bereiten sich aber überhaupt nicht darauf vor, weil ich glaube, diese Eignungsprüfung dafür ist schon nicht ohne. Ich meine, danach kannst du Donuts fressen, wie du möchtest, ist ja scheinbar scheißegal. Aber um da überhaupt reinzukommen, musst du wohl echt eine Menge leisten. Ich habe da meine Reportage gesehen. Und das ist echt ganz witzig. Dieser eine Bekannte, der hat sich da überhaupt nicht vorbereitet drauf. Und ja, wem wundert's, er wurde nicht genommen. Ich weiß jetzt keine Details, aber als ich das gehört habe, dachte ich schon, ja, gib dir bloß keine Mühe. Kannst du, hör auf, dir das Bild anzugucken. Die guckt sich die ganze Zeit das Bild an. Ich nehme dir das Bild weg, wenn du nicht arbeitest. So. Und dann kommst du in einen dunklen Raum, ohne Fenster. Yay, was für eine Errungenschaft. Grundel hat ein komplettes Buch geschrieben. Es wird in ihrem Inventar abgelegt. Genau, das kennen wir ja schon und wir geben es an einen Verlag, weil das die fette Kohle bringt. Straffe Backen. Supi. Ganz schön schnell, Grundel. Ist die jetzt immer so schnell? Wenn die jetzt echt immer so flott ist. Wie ein Schämpchen pieseln. Stand doch da, oder? Ja, pieseln. Gut, dann kannst du noch, guck mal, backen, da ist es wieder. Kochen. For the Family. Macaroni mit Käse, Masse Familiengröße. Es ist draußen in der Welt, Grundel erhält bescheidene Tantiemen. Wann kriegen wir denn unbescheidene Tantiemen? Ich will die fette Kohle. Diego, weißt du nichts mit dir anzufangen? Ach, du willst mit deiner Mutter reden. Vergiss es. Sag mal, oh, wo hat die denn das Tablet jetzt hingelegt? Da. Das muss hier wieder hin.
Komm, guck dir mal wie geiles Fernsehen an. Obwohl, du kannst vielleicht auch noch mal ein bisschen Ausdauerlauf machen. Dann bist du gleich schön müde, kannst du noch mal Schläfchen machen. Obwohl, wenn wir laufen ohne Schwitzen machen, dann... Ja, doch, mach trotzdem. Mach. Mach einfach. Mach es. Na? Champion? Wie pieselt sich so? Dann kochst du was Schönes. Ja. Ich weiß auch, ihr habt euch gewünscht, dass wir auf jeden Fall mal ein bisschen anbauen, umbauen, etc. Das wird auf jeden Fall passieren. Ich möchte auch ein klitzekleines bisschen Geld ansparen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich meine, wenn die Grundel immer so weiter Bücher schreibt wie jetzt und das so schnell geht, dann haben wir eine Million Tantiemen. Da ist es mir scheißegal, ob es bescheidene sind. Und dann kann die vielleicht auch mal ihren Job kündigen. Ist doch ein Plan, oder? Diego, mach! Eigentlich soll ich die Zeit mal ein bisschen vorspulen, weil sonst kriegen wir wieder gar nichts mit. Die Folge ist um. Ich nehme schon 12 Minuten auf und dann haben wir wieder nichts vom Job gesehen. Ich spule mal ein bisschen vor. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht so übel. So, die Mutter kann noch eben was essen. Das ist okay. Ich tue es nur für euch, dass die Folge jetzt nicht wieder so ein Leerlaufding ist. Schneller, ist schneller. Boah, die Musik. Wie hast du die angemacht? Ich meine, ich mag klassische Musik. Stopp. So, brav, Grundel. Dann geh mal schlafen. Geh bloß schnell schlafen. Das machst du noch weg. Das ist gut. Diego hat auch ein bisschen Hunger. Kann er sich gleich noch ein Gericht nehmen und dann noch ein bisschen schlafen, dass er fit in den Tag startet. Ich spule noch mal vor. Der rennen kann. Und der da hinten ist wieder am komisch träumen. Wolfgang, wie geht's dir eigentlich? Wolfgang, der Erste. Ist immer noch der Erste. Respekt. Okay, Diego, das wird mir hier sonst zu knapp. Iss mal schnell was. Dann versuche nochmal irgendwie 1, 2 Stunden zu schlafen. Das wird eh jetzt wieder knapp. Ja, energiegeladen. Super. Ich will, dass er konzentriert ist. Muss der ein Buch dann lesen? Das ist aber auch nicht so sein Ding. So, leg dich nochmal ein bisschen hin. Habt ihr gesehen? Die hübsche Unterbuchse. Und du bist wieder alleine. Mein Gott, ey, was für ein Haushalt. Aber es ist krass. Habe ich denen irgendwie die Eigenschaft fröhlich gegeben, dass der immer so strahlt? Du hast keine Gabel. Wie willst du das essen? Ach, da ist er wieder. Teleportationsgabel. Kein Problem. Kein Problem. Gut. Ich spule trotzdem vor. Das ist jetzt wirklich reines Zeitmanagement. Und ich habe jetzt auch keine Lust, irgendwie so eine 40-Minuten-Folge da direkt zu machen. Das rendert ewig. Oh, was ist? Was ist? Was hast du? Mach die Scheiße aus. Geh Pipi machen, dann kannst du das weglegen. Und dann haben wir eigentlich gleich schon. So, wir müssen circa 1 Stunde in die Schule. Ja, klar, guck dir Fernsehen an, ist kein Problem. Krass, jetzt kann man auch mal was erkennen. Oh, Psycho. Mein Gott. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das witzig für dich ist. Diego, du kannst auch so zur Arbeit gehen, Schau mich an, Diego. Okay, ich muss mich mal hier hingehen lassen. Für die Ladies. Ach, Diego. So ein schöner Mann. Du hast noch eine halbe Stunde. Ach, komm, dann dusch noch mal schnell. Schnell duschen. So, super. Nee, stopp. Du nicht. Weg da. Geh raus. Geh hier hin. Ja, lass deinen Bruder mal hier schön. Guck Fernsehen. Guck das. Was? Freunde werden mit Aaron. Wer ist Aaron? Kennt niemand. Ach, das war schon. Diego, du bist so. Wahnsinn. Es ist gleich soweit, Leute. Ich bin so aufgeregt. So startet man doch gut in den Tag. Okay, die Pflicht ruft. Die Welt ist ein riesiger Sumpf des Verbrechens. Und es wird Zeit, dass Diego für Recht und Ordnung sorgt. Gehst du mit zur Arbeit oder soll dein Zimmer alleine gehen? Ich mach mit. Du fühlst dich krank? Werde schneller gesund, indem du Tee und Orangensaft trinkst. Ach, nett. Bi-bi-bi-di-bi. Scheu dich nicht zu experimentieren. Erfindungen sind das A und O der Wissenschaftskarriere. Ja, das ist ja eher für den Snobby dann von Bedeutung. Oh, ich bin so aufgeregt. Was passiert?
Willkommen bei den Gesetzeshütern. Es wird Zeit, das Verbrechen zu bekämpfen. Aber alles der Reihe nach. Lass dir am Computer einen Fall zuweisen. Diese Klamotten schmeißen überhaupt nicht meine Muskeln, aber das ist kein Problem. Diego. Hallo. Freundlich vorstellen. Wie süß. Egal, hier sind Gefangene. Der Frauenknast. Hallöchen, ich bin Diego und heute ist mein allererster Tag. Soll ich irgendwo Stopp wissen oder was soll ich machen? Ich sehe, Sie haben kein Interesse, sich mit mir zu unterhalten. Soll ich jetzt selber an den Computer gehen? Verhörräume, wie krass. Fallzuweisung erhalten. Okay, so war's. So wurde mal es uns gesagt. Diego, mach, der Typ redet nicht mit dir. Nein, scheiße. Ich habe ein böses Wort gesagt, tut mir leid. Wie geil sind die denn hier, bitte? Der Frauenknast. Boah, alles so Wuchtbrumm-Kampfdinger, außer die hier. Kann man die freilassen? Aus Zellen lassen. Man kann die züchtigen. Ich werde mir den besten Fall aussuchen, auch wenn sich hier keiner um mich kümmert. Na? Du schättest erstmal ein bisschen. Sehr schön, Diego. Na? Und das sieht gut aus. Bei Tatort... Okay, stopp, der Akzent muss weg. Bei Tatortuntersuchung helfen. Du musst die Grundlagen lernen, bevor du deine eigenen Fälle bearbeiten kannst. Du beginnst, indem du einem erfahrenen Polizisten bei der Untersuchung eines Tatorts zur Hand gehst. Verwende die Verbrechenskarte, um zum Tatort zu gelangen. Verbrechenskarte, ist sie das? Nein, was? Swinkey! Ich weiß leider nicht, was ich hier machen soll und niemand kümmert sich um mich. Hier, erstmal züchtigen. Ach nee, kann man nicht. Schade. Diego! Ach hier, ich hätte auch zu den anderen gehen können. Zum Tatort reisen. Passe die Größe des Spielfensters an, dem du... Okay, das interessiert keinen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was unser kleiner Diego als erstes für eine Aufgabe kriegt. Der Computer verfügt über Interaktionen, mit der du ein Baby oder Kind adoptieren kannst. Nee, wir machen die schön selber. Die Gebrauchten will doch keiner. die Musik! Tatort. An Tatorten findest du Spuren, die bei der Suche nach einem Verdächtigen hilfreich sein können. Untersuche beschädigte oder gestohlene Objekte und suche den Boden in der Nähe nach Spuren ab. Da sehe ich schon was. Ich habe mit dem Finger drauf gezeigt. um mehr Hinweise zu erhalten. Sprich zudem mit Zeugen, um einen Bericht über den Tathergang zu erhalten. Okay. Wo ist denn der erfahrene Polizist? Diego, hier. Beweisfoto machen. Oh, ist das ein Zwerg? Oh nein, wie süß. Wer hinterlässt denn sowas? Das werde ich für Instagram fotografieren. Okay. Und jetzt werde ich hier sicherstellen, dass jeder weiß, dass es nur mir gehört. Ein Beweismaterial wurde zu deinem Inventar hinzugefügt. Das ist mein Inventar. Ich sollte den Scheiß vielleicht mal zu Hause lassen. Okay, okay. Oh, was ist denn hier überhaupt passiert? Warum muss ich alles alleine machen? Okay, wir machen... Ach, guck mal, da kommt einer knatschig an. Zeuge. Er scheint sehr erzürnt zu sein. Ich weiß nicht, was hier vorgefallen ist. Warum ist diese Frau hier? Ich habe sie einem anderen Ort zugeteilt. Also, ich habe die eigentlich nicht hier einziehen lassen, diese geile Wohnung. Ich weiß nicht, warum die Chantal da ist. So, was haben wir noch? Wir haben hier Beweisfoto machen. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles machen muss. Aber ist wahrscheinlich besser. Ich werde dir diese Kunst fotografieren. Harold starke Arme. Es gab Kohle, Leute. Okay, Tatortfoto schießen, 3 Stück. Nimm einen Zeugenbericht auf. Hinweise auf Tatort sammeln haben wir schon 2 gemacht. Sicherstellen. Da sehe ich noch was. Wer hinterlässt denn sowas? Also was ist das denn bitte? Machen die jetzt einen irgendwie auf süß? Ach, ich brauche keine Fotos mehr machen. Die scheinen aber alle ganz schön bedrückt zu sein. Ja, super. Das ist doch Kunst. Das ist doch kein... Und sicherstellen. Hast du gemacht? Ist das vielleicht auch? Hier, nach Fingerabdrücken suchen und Beweismaterial erstellen. Da hinten ist auch noch... Ach, da ist der Polizist. Die, Carina Meyer. Ich mache hier die ganze Arbeit, während diese Frau sich nur unterhält. Ja, mit Strom ist das immer super.
Ich will den Ofen haben. Ich kann das alles hier nicht sehen. Okay. Zeugenbericht. Was? Was steht hier? Streifenpolizistin. Lustig vorstellen. Ja, wir können mal die Theorie zum Fall diskutieren. Hier ist alles kaputt. Hier war ein Vandale. Ist ja voll die Alte. Ich dachte, das wäre so eine junge, heiße Tante. Ich setze mich hier hin und diskutiere über den Fall und ignoriere diese Frau. Okay, mach komm, Zeugenbericht. Sehr geehrte Frau Santal, was für eine BH-Größe haben Sie, dass das so ausgebeult aussieht? So, die wichtigsten Dinge habe ich aufgenommen. So, was muss ich machen? Zur Polizeiwache zurückfahren. Okay, wie mache ich das am besten? Wie mache ich das denn? Da ist die Straße. Zur Polizeiwache zurückkehren. Dieser Tatort wurde aufgeräumt, nachdem du ihn verlassen hast. Und du kannst nicht wieder zurückkehren. Willst du wirklich gehen? Ja, man sagt es mir so. Ich mach's einfach. Ja, komm, wir machen noch ein bisschen länger. Ich nehme 22 Minuten auf, aber damit wir wenigstens einen Fall mal gelöst haben. Klick im Live-Modus auf einen Teller. Achso, das hat man gerade schon. Ja, man kann es selber wegräumen. Habe ich auch ein bisschen später erst gesehen. So habe ich mich immer auf die Ordnung meiner Sims verlassen. So ein spannender Fall. Da du jetzt Beweise am Da du jetzt Beweise am Tatort gesammelt hast, wird es Zeit, einen Verdächtigen zu suchen. Verwende das chemische Analysegerät, um den Computer und um die am Tatort gefundenen Spuren auszuwerten. Es besteht die Chance, dass du Hinweise auf den Täter erhältst. Aha. Wo ist das Analysegerät? Ist es das? Ist das das Gerät? Nee. Diego, weißt du schon, wo du hin musst? Ist das hier das? Ah. Komm. Eine Durchsage. Diego, machst du? Hat der sich da jetzt einfach hingesetzt? Ja, komm, dann mach das hier. Komm. Dann lass dich nicht verarschen von denen. So, ich habe Sachen gefunden. Ich werde es einfach umrühren und hier reinschmeißen. Genau so macht man das. Habe ich es mal in deinem Film gesehen. Hier scheint mich ja niemand zu bemerken. Von daher ist es vollkommen egal. Ja, aber ehrlich, ey, lass dich hier machen. Und, was hast du rausgefunden, Baby? Was du nie alle weißt schon, ey. Und, Diego, wer war's? Der Weihnachtsmann? Wer war's gewesen? Du kommunizierst gerade mit Aliens, weißt du das? Wer ist er denn? Oder sie? Jens Paulus, was ist denn für eine Kackfrisur? Oder ist das die, der... Oh, was ist? Hast du was falsch gemacht? Die Spurenanalyse hat keine nützlichen Informationen geliefert. Du hast noch Spuren, Baby. Mach dir keine Sorgen. Wir haben zu viele, ey. Muss ich die jetzt alle da reinschmeißen? Kann ich das nicht gleichzeitig machen? Na? Okay, das... Mal schauen, was dabei rausgekommen ist. Das sieht vielversprechend aus. So wie es aussieht, ist der Täter ein wunderschöner Mann mit einem spanischen Akzent. Verdammt, das sind meine Fingerabdrücke. So ein Pech, ich werde es vertuschen. Guck nicht so rüber. Guck weg! Jens Paulus, ey. Bist du ein Apostel oder was? So disst man Leute, du Apostel. Ja, und was hast du? Oh, gute Arbeit. Wenn du Tatortspuren analysierst, kannst du Hinweise auf den Verdächtigen erhalten. Wenn du deinen eigenen Fall übernimmst, musst du viele Spuren analysieren, bevor du den Verdächtigen finden kannst. Verwende vorerst einen Computer, um die Tatortspuren zu archivieren, damit der Oberkriminalbeamte sich darum kümmern kann. Ach toll, du musst also gar nichts machen. Die sind alle besetzt. Könnt ihr mal aufstehen? Kann ich den wegscheuchen? Hey, wir rufen den herbei, dann ist der Rechner frei. Aber vielleicht können wir auch hier oben. Ich war noch gar nicht oben.
Nee, das ist ja Quatsch. Ach, hier kann man auch Sport machen. Wie nett. Und leere Räume sind hier. Ruf den zu dich. Zu dir. Meine, zu dich. Komm schon, steh auf. Ich brauche einen Rechner. Das kann doch nicht wahr. Was macht er hier? Love Chat? Kann doch nicht wahr sein. Ich will jetzt hier dran. Papier. Da. Nein, ich dachte, er wäre aufgestanden. Du, jetzt steh mal da auf. Papierarbeit archivieren. Ja, verschwinde. Hugo, geh hin. Platz ist frei. Oh, du willst ein Baby, süß. Ich werde alles eintippen, damit mein Boss sich darüber freut, dass ich ein bisschen Arbeit für ihn übernommen habe. Muss ich sonst noch irgendwas machen? Tatortspuren archivieren. Ja, witzig, ne? Ich liebe diesen Job. Ich hoffe, ich werde viel Geld verdienen, damit ich noch schöner werde. Das ergibt also überhaupt keinen Sinn, aber egal. Reicht das dann schon? Ah, gute Arbeit. Die von dir gefundenen Beweise werden dem mit dem Fall betrauten Polizisten eine große Hilfe sein. Wenn du deinen eigenen Fall hast, musst du den Beweisen selbst nachgehen. Morgen erfährst du mehr über die nächsten Schritte bei der Fallarbeit. Hilf in der Zwischenzeit bei der Abfertigung von Kriminellen in der Polizeiwache. Kein Problem. Verbrecher an der Erfassungsstation durchsuchen. Witzig, witzig. Komm, das machen wir. Fummeln. Wo denn? Muss ich jetzt einen Verbrecher hier nehmen? Das ist ein Mann? Nee. Dreht voll durch die Fette. Wir nehmen uns die Schöne hier, ne? Die einigermaßen hübsche. Diego? Ja, bei dir scheint es wohl nicht so gut zu klappen, huh? Du bist so lässig, Diego. Dab-dab-dab-dab. Die andere ist hübscher. Stopp. Entschuldigung, ich habe mich leider vertan. Nicht machen, die ist hässlich. Kann ich das abbrechen? Ist die jetzt frei? Kann ich die wieder in Zelle sperren? Das sollten wir vielleicht mal machen. Die andere ist hübscher, wir nehmen die andere. Diego ist ja leider ein bisschen, aber die ist so dick. Egal. Komm, jetzt sehen wir die alte. Polizeifoto machen. Du bist leider nicht hübsch genug, dass ich dies nehmen kann. Ich nehme die andere Frau. Die hat zwar ein bisschen mehr um die Hüften, aber das ist schon in Ordnung. Oh! Er kommt nicht über die Eins hinaus. No! Folgen Sie mir, Gnädigste. Ich möchte ein Foto von Ihnen machen und es meinen Freunden zeigen. Dass hier auch hübsche Frauen rumlaufen. Okay, das haben wir gemacht. Verdächtige durchsuchen. Hallo. Ich muss sie leider ein bisschen anfassen an Stellen, die Ihnen vielleicht ungewöhnlich erscheinen, aber das ist alles rein beruflich. Oh, wo haben Sie das denn versteckt? Das ist ja... Oh, wo, was, wieso haben Sie so viele Sachen davon in, versteckt? Okay, du musst noch Fingerabdrücke nehmen. Oh, Diego ist müde, ne? Diego, halt durch. Oh, ich muss das zweimal machen, wie doof. Ich hätte die andere doch nehmen sollen. Bitte fassen Sie hier hin, ich möchte Ihre Daten aufnehmen. So, Sie sind frei, bitte gehen Sie. Kannst du mit der eine Beziehung anfangen? Nein, das macht man ja nicht für Elisa. Was ist denn hier? Haben wir nicht mehr viel Zeit? Eine Stunde. Oh nein, wir haben nicht mehr viel Zeit. Fingerabdruck. Polizeifoto machen. Ende in einer Stunde. Er sollte eine momentane Tätigkeit abschließen. Jeder Arbeitstag kann... Sorry, ich muss es gleich in Ruhe lesen.
So, der Arbeitstag von Diego endet in einer Stunde. Er sollte seine momentane Tätigkeit abschließen. Jeder Arbeitstag kann einmalig durch Klicken auf die Ereigniszeituhr verlängert werden. Diego muss heute noch... was soll er tun? Länger bleiben, damit wir das hier zu Ende bringen können. Diego, mach! Diego, mach! Beweg dich! Oh, ich kotze gleich. Fingerabdruck. Muss ich irgendwas anderes machen? Nee. Diego! Ja, ist doch egal, ob ihr euch kennt oder nicht. Du sollst deine blöde Arbeit machen. Ja, nimm die doofe Fette hier. Die macht dich wahrscheinlich fettig. Fingerabdrücke. Na also. Na schnell. Ich höre ein Hündchen. Ich weiß nicht, ob ihr es auch hört. Boah, ich nehme schon 32 Minuten auf. Nur für euch. Special-Folge. Freut euch. Bitte legen Sie Ihre riesige Pranke hier drauf. Ich muss Ihre Fingerabdrücke nehmen. Sie haben aber nicht so komische Sachen da drin wie Ihre Freundin aus der Kabine. So, Sie haben drei Handys bei sich. Sie fühlen sich sehr gut an. Ich werde Sie noch ein bisschen streicheln, wenn Ihnen das nichts ausmacht. Hat Ihnen das gefallen? Ach ja, gut, jetzt mache ich aber nicht schon wieder. Ich dachte, dann bin ich fertig. Komm, mach noch ein Polizeifoto. Dann kannst du die Alte da stehen lassen. Das ist nicht mehr dein Bier. Guck mal, jetzt guckt sie aber freundlich, ne? Die alte Wuchtbrumme. Bitte lachen Sie ein bisschen. Ich möchte das bei Facebook posten. Vielen Dank. Mir ist es egal. Ich gehe jetzt nach Hause. Ja toll, früher beenden. Wollte ich ja jetzt... Dann mache ich jetzt ein Schläfchen. Darf ich nicht doch, oder? Komm, mach Schläfchen. Du bist müde. Das ist ja ganz cool, dass es geht. Ist mir doch egal, was mit der Frau da ist. Ich werde sie einfach da stehen lassen, ob sie geht oder nicht, ist mir egal. Ach, ist das eine Gefängniszelle? Darfst du da nicht schlafen? Wir machen auf. Mich aus Zelle entlassen. Och, schade. Ich dachte, er kann schlafen. kann ich noch irgendwas tun? Ich glaube, hier oben... Hier kann man noch was essen. Wie nice. Snack kaufen. Ist doch doof. Kennen Sie ja noch nicht. Der Arbeitstag von dir beendet in einer Stunde. Ja, das haben wir ja gemacht. Ja, das tut mir ein bisschen leid. Was ist denn... Aus nächster Nähe, weil Verdächtigen durchsucht hat. Leider ist Hygiene keine Grundvoraussetzung, um kriminell zu werden. No, es tut mir leid. Die Weiber stinken alle. Diego, wo gehst du hin? Oh, ich bin ein arroganter, maximal pigmentierter Mann. Und ich stehe auf Männer wie sie. Ach, ich fühle mich einfach sehr unwohl und ich möchte nach Hause gehen. Ich bin einfach sehr müde. Ich bin einfach müde. Diego, du kannst gleich nach Hause gehen. Wann kann er? Eine halbe Stunde noch, Diego. Tut mir leid. Mach ein Nickerchen. Ich wusste nicht, dass das geht. Duschen kann man sich ja auch. Dass sie hier keine Betten haben. Ja, Diego, du kannst nach Hause gehen. Diego hat heute fantastische Arbeit geleistet. In der Zukunft könnten ihm eine glänzendere Dienstmarke und ein neuer Titel winken. Verdienst 234 Simoleons. Schnapp dir eine Gitarre, eine Geige oder ein Klavier, um das Leben deines Sims durch Musik zu bereichern. Ja, prima. Hat ja ganz gut geklappt. Bin ich mal gespannt, wie es weitergeht auf jeden Fall. Ich find's auch ganz gut, dass man nicht gezwungen ist, mitgehen zu müssen. Weil ich glaube, das wäre doch sehr ermüdend und dann würde man auf kurz oder lang ja auch sagen, boah, weißt du was, mach einen anderen Job. Weil ich glaube, man hat auch nicht immer Bock, jedes Mal diese Sachen machen zu müssen, in dem Sinne. Ach, du bist so müde, Diego. Geh schlafen. Armes Baby. Kann ich das anpinnen? Oho, für später oder was? Heck. Ach, wie süß, ja. Und ihr habt alle nichts zu tun hier, ne?
Gut, das tut mir ein bisschen leid, dass die Diego jetzt so schlapp ist. Hier nochmal zum Schluss. Aha. Gute Nacht, Bärchen. Und an dieser Stelle bedanke ich mich auch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der erste Arbeitstag vom Diego gefallen. Ich fand es ganz interessant zu sehen, was es denn so für Aufgaben gibt, weil ich mir vorher gar nichts darunter vorstellen konnte. Ich habe mir auch keine anderen Let's Plays dazu angesehen, weil ich mich jetzt auch nicht so vorspoilern wollte. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!